Ich darf auch alle ganz herzlich begrüßen zum wunderschönen Abend, der sicher noch schöner wäre, wenn heute ein paar Regentropfen runtergekommen wären. Es gab ja ein paar Wolken, aber die haben das bisschen Regen doch auch noch behalten. Und ich bin jetzt seit ja, 30 Jahren in der Beratung der Demeter-Betriebe hier in Nordwürttemberg im Hohenloischen tätig, zusammen mit dem Martin Haugstädter, und wir haben ein Regionalbüro hier in Ilshofen, das ist zwischen Schwäbisch Hall und Crailsheim im Landkreis Schwäbisch Hall. Und damals, also vor 30 Jahren, habe ich mit 30 Umstellungsbetrieben hier angefangen, und da war das Erste, was wir hier bei den Betrieben dann auch eingeführt haben, eben die Präparate. Und ich habe dann mit dem Wolfgang Scheibe zusammen die auf den Höfen dann gerührt und auch ausgebracht. Und damit fand dann damals auch so die Einführung der Präparate auf den Betrieben statt. Und heute Abend soll es ja jetzt um diesen Schwerpunkt der Spritzpräparate gehen. Die Präparate werden ja allgemein oder gerne im biologisch-dynamischen als das Herzstück bezeichnet. Und sie unterscheiden sich ja damit, oder damit unterscheidet sich Demeter ja auch von den anderen Verbänden. Und es wird jetzt also schwerpunktmäßig um die Spritzpräparate Hornmist und Hornkiesel heute Abend gehen. Ich werde einen kurzen Überblick über das Rühren und das Ausbringen geben, und der Jan Schmidt wird dann anschließend die Möglichkeit der Drohne vorstellen, wie man mit ihr die Präparate dann ausbringen kann. Das Ganze geht natürlich zurück auf Rudolf Steiner, geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft. Der sogenannte landwirtschaftliche Kurs, den Steiner 1924 vor Landwirten gehalten hat. Und die Präparate Hornmist und Hornkiesel werden hauptsächlich jetzt in dem vierten Vortrag beschrieben. Und in dem vierten Vortrag geht es ihm um die Verlebendigung der Erde. Er hat hier in dem Vortrag vor allen Dingen den Kompost angeführt, dass der sehr wichtig für diese Verlebendigung der Erde ist und dass es auch um ein persönliches Verhältnis zum Dünger geht, den der Landwirt hier aufbauen sollte. Dann kommt er langsam über den Kuhmist, über die Hörner, die Klauen, zu der Entwicklung dieser beiden Präparate Hornmist und Hornkiesel. Und im Anschluss dieses Vortrags, dieses vierten Vortrags, haben die Landwirte dann Gelegenheit, Fragen zu stellen. Und die Landwirte haben dann natürlich vor allem die praktische Seite gesehen und gefragt, ja, wie sieht es denn jetzt aus beim Rühren? Können wir da auch Maschinen dazu verwenden? Also rühren von Hand oder rühren mit der Maschine war dann die eine Frage. Hier ist ein Bild auch zu sehen von den 30er Jahren, wie das umgesetzt wurde von den Landwirten. Hier einfache Weinfässer, die sie damals genommen haben mit einer Vorrichtung für die Rührstange. Und die Antwort auf Steiner jetzt, ob man dies Ganze auch mechanisieren kann. Also Steiner antwortet hier, es ist schon ganz zweifellos, dass das Rühren mit der Hand doch etwas anderes bedeutet als das maschinenmäßige Rühren. Das wird der Mechanist natürlich nicht zugeben. Aber bedenken Sie nur, was für ein gewaltiger Unterschied ist, ob Sie mit der Hand wirklich rühren, dabei alle die feinen Bewegungen mit hineinbekommen in das Rühren, die die Hand ausführt, alle die Dinge, die eventuell hineinkommen, eventuell auch die Empfindungen, ob das alles hineinkommt oder ob man einfach maschinenmäßig das umrührt. Also da ist ja gut rauszulesen, dass Steiner das Rühren mit der Maschine jetzt nicht so empfiehlt, sondern dass man das weiterhin von Hand machen sollte, damit einfach diese Tätigkeit, die der Mensch ja mit dem Rühren tut, mit in diesem Präparat zur Wirkung kommen kann. Ja, und für dieses praktische Rühren gibt es ja vielseitige Varianten. Ich will jetzt einfach nur mal einen kleinen Überblick geben, was es da alles an Umsetzungen in der Praxis gibt.
Das ist sicher nicht vollständig, aber nur mal, um einen kleinen Eindruck davon zu bekommen. Hier eine Variante, die auf dem Dottenfelder Hof steht, wo man hier drei Fässer auf dem Gerüst aufgebaut hat und das Ganze natürlich dann viel angenehmer ist, als wenn ich alleine rühre. So habe ich dann noch Gesellschaft bei der ganzen Geschichte. Steiner hat in dem Kurs ja auch darauf hingewiesen, dass das einen kleinen Festakt sein könnte, dass man sonntags beim Kaffee dieses Präparat rühren ja gut machen könnte und da auch die entsprechende Stimmung dann da ist. Und hier bei dieser Variante sind es immerhin drei, die miteinander rühren können. Und es ist auch jetzt vom Abstand des Ganzen Corona-mäßig wäre das dann auch möglich. Ich denke, die 1,50 Meter oder 2 Meter sind die Fässer, soweit man das sehen kann, da auseinander. Dann ist hier eine Variante, die auch sehr schön gestaltet ist. Ich denke, wenn man diesen Platz auch entsprechend gemütlich und schön einrichtet, dass der dann auch nochmal viel mehr Spaß machen kann, wenn man dann entsprechend rühren möchte. Also hier der Ort dient sicher auch dann während des Jahres zu anderen Gelegenheiten zum gemütlichen Treffen. Dann eine andere Variante, jetzt vom Fass her, das ist kein Holzfass, sondern Keramikfass, wo man auch sehr gut mit rühren kann. Dadurch, dass die Innenfläche sehr glatt ist, rührt sich da sehr leicht. Ich habe bei mir zu Hause eine kleinere Variante, ein 10-Liter-Fass, wo ich das dann auch sehr gut mitmachen kann. Dann ist noch hier auch eine schöne Gestaltung zu sehen, wo man dann sich noch ein schönes Dach auf das Ganze gebaut hat, sodass das insgesamt schöne Orte sind, wo ich dann die Präparate auch rühren kann. Oder hier ist eine Variante jetzt mit dem Edelstahlfass. Das Fass ist etwas größer. Hier gehen 500 Liter rein und man kann dann 400 Liter rühren. Wir haben das hier gemeinsam auch mal im Rahmen von einem Versuch gemacht. Das ist bei Martin Schäfer hier im Landwirt aus dem Landkreis Schwäbisch Hall. Und das Rühren ging hier wirklich gut, auch wenn ich größere Menge wie hier mit 400 Liter rühre. Das Einzige, wer hier vielleicht nicht so glücklich ist, ist die Berufsgenossenschaft. Wenn man die Standfläche jetzt des Landwirts ansieht und sieht auch, wie das Fass auf den Paletten steht, wahrscheinlich nicht so ganz glücklich, wenn das die Berufsgenossenschaft sehen würde, aber das wäre jetzt nicht unser Problem. Dasselbe Fass in einer anderen Gestaltung, hier auf einer Freifläche, auf einer Wiese mit dem Gerüst für den Rührstab. Auch, denke ich, eine schöne Variante zum Umsetzen. Dann gibt es, obwohl Steiner in dem Kurs ja das Handrühren nicht unbedingt empfohlen hat, gibt es einige Rührmaschinen. Hier die bekannteste ist vielleicht die von Wenz, EcoDyn. Und er hat versucht, jetzt mit dieser Rührmaschine diesen Prozess des Handrühren möglichst nahe zu kommen. Und das ist bei den normalen Rührmaschinen, war es immer wieder üblich, dass man einfach eine Zeit einstellt, 1 Minute in die eine Richtung und dann stoppt die Maschine und dann geht es zack in die andere Richtung. Und bei dieser Maschine wird dieser Umschaltpunkt durch die Höhe des Pegels bestimmt, also durch den Trichter, der beim Rühren entsteht, steigt ja der Wasserpegel und wenn der dann entsprechende Höhe erreicht hat, schaltet die Maschine dann entsprechend um. Es gibt dann auch noch das Passauer Rührgerät, wird aber heute nicht mehr gebaut, das den Vorteil hatte, dass man es von einem Fass auf das andere übertragen konnte und von daher gerade so im überbetrieblichen Einsatz eine ganz gute Geschichte gewesen ist. Also ist auch noch im Einsatz, aber wie gesagt, gebaut wird es mittlerweile nicht mehr. Dann gibt es neben diesen ja käuflich zu erwerbenden Maschinen eine ganze Menge Eigenkonstruktionen, also eine große Vielfalt an Eigenbaulösungen, die die Landwirte hier umgesetzt haben. Da könnte man sicher den ganzen Tag mit verbringen, die verschiedenen Lösungen da anzuschauen. Dann bei dem Rühren einfach abschließend noch die wichtigsten Gesichtspunkte, die Qualität dann nachher des fertigen Präparats ja stark mitbestimmen. Das einmal das Thema des Fass, was ich schon genannt hatte.
einmal das Verhältnis 2 zu 1 oder 3 zu 2 und dass das Ganze zylindrisch ist. Und als weiterer Punkt, das Fassmaterial, am besten Holz, Kupfer oder Edelstahl, nicht geeignetes Kunststoff oder Aluminium. Die Wasserqualität spielt natürlich auch eine Rolle, am besten Quell- oder Regenwasser. Leitungswasser sollte chlorfrei sein und die Wassertemperatur 35 bis 37 Grad. Aufwärmung sollte eben nicht elektrisch passieren. So, und jetzt wären wir beim Präparat, also gerührt ist das Präparat jetzt und jetzt kommt wieder die Frage, die Ausbringung mit Maschine oder ohne. Und hier fragen wir als erstes auch wieder im landwirtschaftlichen Kurs. Diese Frage haben sich die Landwirte damals auch schon gestellt. Und hier nach dem vierten Vortrag fragt ein Landwirt, werden nicht durch die feinen Zerstreuungsapparate infolge des dadurch bewirkten feinen Zerstäubens der Flüssigkeit die ätherischen und astralischen Kräfte sich verlieren? Darauf antwortet Steiner, das ganz sicher nicht. Sie sind sehr gebunden. Wie man auch überhaupt von dem Geistigen weniger zu fürchten braucht, dass es einem davonläuft, wenn man es nicht von vornherein fortschickt, also von dem Materiellen. Also hier ist jetzt schon mal eine eindeutige Aussage, dass er hinsichtlich des Maschinenausbringens da eine ganz andere Ansicht hatte oder im Vergleich zu dem Rühren. Was in diesem vierten Vortrag dann auch noch von ihm genannt wird, ist dieser Satz, natürlich glauben ja heute die Leute das nicht, dass dieser Unterschied in Betracht komme und es geht hier um die Begeisterung. Der Mensch gibt den Dingen etwas mit, wenn er sie selber bearbeitet. Man wird große Wirkungen hervorrufen können mit der Begeisterung. Wenn Sie aber das handwerksmäßig betreiben, so wird wahrscheinlich die Wirkungsweise verdunsten. Also dieses Thema Begeisterung ist bei der ganzen Geschichte, ob es beim Rühren oder beim Ausbringen, doch eine sehr wichtige Sache. Ja, jetzt zum Thema Ausbringen. Also das ist jetzt noch nicht mit der Maschine hier, sondern von Hand. Hier einer unserer Landwirte, der Hans-Dieter Löw, bringt hier den Hornmist mit dem Handbesen aus. Dann hier der Martin Klopfer mit der Rückenspritze. Das ist dann schon maschinell deutlich mehr. Und worum es mir bei diesen beiden Bildern hier geht, ist, wenn man sich die Gesichter der beiden anschaut, dann ist doch eine gewisse Begeisterung zu sehen. Und das, denke ich, ist einfach sehr wichtig für diese ganze Präparatearbeit, dass dann das Ganze aus einer Begeisterung heraus passiert. So, jetzt haben wir dann die Rückenspritze gehabt, die natürlich dann doch auch, was größere Flächen ja dann angeht, ja, nicht so ganz der Hit gewesen ist. Und in, ja, Ende 70er Jahre gab es dann die Sudau-Spritze. Das war so die erste Spritze, die speziell jetzt für die Ausbringung der biologisch-dynamischen Präparate entwickelt wurde. Damals vom Horst von Gemmingen. Die Spritze findet man heute noch auf vielen Betrieben. Sie wird aber schon lange nicht mehr gebaut. Und das Besondere an der Spritze ist, dass sie nach oben und zur Seite spritzt. Also die konventionellen Landwirte haben damit ja ein ziemliches Problem, wenn Sie das gesehen haben, dass die Spritzdüse ja nicht direkt nach unten geht, sondern nach seitlich und schräg nach oben, um dieses Präparat dann möglichst breit verteilen zu können. Die Spritze hat 40 bis 100 Liter auf einen Hektar ausgebracht. Das hing sehr stark von der Geschwindigkeit ab, aber unter 40 zu kommen, das war meist schwierig oder hat dann dazu geführt, dass etwas kaputt gegangen ist, dass, wenn man dann zu schnell unterwegs war. Die Arbeitsbreite ist hier bei 10 bis 22 Meter und der Antrieb findet über den Zapfwellenantrieb statt und hat eine Membranpumpe. Genau, also diese Spritze ist immer noch
Hafen betrieben zu finden. Und dann hier eine andere Lösung, dass man zum Beispiel die Spritze auch im Frontanbau einsetzen kann, wäre dann zum Beispiel während der Bodenbearbeitung möglich, dass man gleichzeitig das Präparat ausbringt. Oder hier rechts eine Lösung mit dem Anhänger, wo das Fass dann einfach auf den Anhänger aufgebaut wurde und man kann dann das Spritzgestänge dann seitlich einfach ausklappen. Oder hier die Lösung mit dem Quad spielt mehr in den Weinbaubetrieben eine Rolle. Aber auch andere setzen sie gern ein. Es ist relativ flink, das Teil. Und man kommt hier auch relativ gut über die Flächen. Oder hier eine Variante für den Obstbau, wo das Spritzgestänge dann im Frontlader angebaut wurde. Und dann gibt es von der Firma Wenz gibt es verschiedene Varianten, die man sich dann in einer Art Baukasten auf sein eigenes Gerät, womit man die Präparate dann ausbringen möchte, aufbauen kann. Also hier oben rechts sieht man ein Jeep, wo das dann umgesetzt wurde. Oder unten links Pickup oder rechts einen kleinen Bus. Und er hat dann praktisch in dieser Grundpalette die Pumpe mit drin, der Regler, die Schläuche und das Kabel und die Düsen, die dazu notwendig sind, kann man dann praktisch so als Baukastensystem kaufen bei der Firma Wenz. Dann ist vor etwa 10 Jahren die Gebläsespritze vom Forschungsring gekommen. Der Uli Johannes König hat die ja hauptsächlich entwickelt. Und diese Gebläsespritze ist aus dem Gesichtspunkt entstanden, dass man zum einen ja rückblickend auf den landwirtschaftlichen Kurs gesehen hat, dass es schön wäre, wenn man die Präparate von Hand rührt und auch mit der Bildekräfteforschung wurde auch nochmal gezeigt, dass das Rühren der Präparate Qualitätsvorteile bringt. Und das Handicap ist einfach die Mengen, die dann ausgebracht werden. Und wenn ich jetzt bei dieser Sudau-Spritze ja im Schnitt 50 Liter pro Hektar ausbringe und ich habe einen 100 Hektar Betrieb, dann sind das immerhin 5000 Liter, die ich da rühren muss. Und hier diese Gebläsespritze ist jetzt in der Lage, auf 5 bis 10 Liter pro Hektar runterzufahren. Und das macht dann bei 100 Hektar 500 Liter, dann muss ich vielleicht zweimal rühren. Also das ist dann doch ein gewaltiger Unterschied und macht damit auch das Handrühren wieder viel attraktiver. Diese Spritze gibt es, wie gesagt, seit 10 Jahren. Mittlerweile haben einige Betriebe bei uns die im Einsatz, funktioniert wirklich gut. Hier gibt es auch ein Merkblatt vom Forschungsring dazu, wo die Spritze in den Einzelheiten genau beschrieben ist. Oh, ja, genau. Und es gibt bei uns auch Betriebe, die sie schon nachgebaut haben. Also dieses System funktioniert gut und man kommt auch wirklich runter unter die 10 Liter pro Hektar und das Handrühren macht damit wieder mehr Sinn oder ist einfacher umzusetzen. Es gibt noch andere Gebläsespritzen, auch die Firma Wenz hier mit dem Namen EcoDyn hat so eine Gebläsespritze, die sie hier auch in verschiedenen Varianten, also wo man die selbst wohl auf dem Pferd einsetzen kann. Aber ich habe die jetzt bis jetzt in der Praxis noch nicht gesehen. Es gibt in Frankreich noch weitere Varianten dieser Gebläsespritzen, die hier dort umgesetzt wurden. Ja, und dann ein anderer Bereich, wo wir jetzt schon mal ein bisschen in die Nähe dieses Thema heute Abends mit der Drohne kommen, ist die Ausbringung mit dem Helikopter oder in Australien nimmt man ja auch das Flugzeug für die Ausbringung der Präparate. Und das ist hier eine ganz einfache Variante, wo unten an dem Helikopter ein Fass hängt und da ist ein Auslauf dran, der beim Abheben des Hubschraubers erstmal nach oben gestellt ist und dann, wenn das dann losgeht, lässt der Pilot diesen Schlauch einfach nach unten fallen und dann läuft das Präparat über eine Düse raus. Und der Propeller sorgt dann dafür, dass das schön fein verstäubt wird. Und das ist ja so eine Variante, die bei der Drohne, denke ich, nachher auch zu sehen ist, dass durch die Propeller eine entsprechende Zerstäubung
noch stattfindet. Ja, ein anderer Bereich, das waren jetzt einfach mal nur so ein paar Beispiele, wie das auf den Betrieben umgesetzt wird mit dem Ausbringen der Präparate. Und es gibt ja ein paar Anbieter, die das jetzt im Lohn machen. Und der bekannteste ist, denke ich, der Harald Wolbe, der schon seit Jahrzehnten bundesweit da unterwegs ist. Und man sieht hier sein Modell oder sein Fahrzeug, mit dem er das macht. Das ist ein Pickup, wo hinten das Rührfass aufgebaut ist und das Rührgestänge kann man bei der Fahrt dann umklappen. Und die beiden Spritzgestänge sind hydraulisch ausfahrbar. Und das Ganze oder das Rührfass wird dann auch während der Fahrt als Transportgefäß genutzt. Der hat dann auch einen Deckel, damit das nicht wegschwappt. Und daraus wird dann auch gespritzt. Also man sieht das auf der rechten, im rechten Bild unten kann man das auch nochmal erkennen. Da ist dann auch ein Filter eingebaut, sodass es zu keiner Verstopfung gerade beim Ausbringen vom Hornmist kommt. Der Harald Wolber war bisher bundesweit sogar in Nachbarländern unterwegs, aber das hat jetzt doch recht stark zugenommen, sodass er jetzt dieses Jahr das erste Mal nicht mehr in Süddeutschland unterwegs sein wird. Außerdem gibt es noch mehr, die jetzt diese Präparateausbringung im Lohn anbieten. Dazu gehört der Jan Schmidt, der jetzt ja gleich im Anschluss seine Sache mit der Drohne vorstellen wird und er wird es auch mit der Gebläsespritze machen. Und dann ist der Sebastian Schöning, der regional im Kraichgau, Emmending, Kraichgau unterwegs ist. Und der Schönberghof mit Manfred Grenzler, der im Raum Rosenfeld dieses Angebot hat. Und der Eckhard Schwarzer in Schlagrisdorf. Also das sind so die, die mir bekannt sind, die dieses auch im Lohn dann anbieten und bei der Ausbringung der Präparate und auch beim Rühren zur Verfügung stehen. Ja, der landwirtschaftliche Kurs, mit dem habe ich ja kurz angefangen, der wird jetzt in 4 Jahren, wird er immerhin schon 100 Jahre alt. Und es geht hier natürlich auch um eine Weiterentwicklung dieses Themas. Also das, was Steiner in den 8 Vorträgen damals dargestellt hatte, sollte ja auch eine Weiterentwicklung finden. Und das hat er in den Vorträgen ja auch ausgedrückt. Und im Anschluss daran hat sich ja auch von den Zuhörern dieser Versuchsring anthroposophischer Landwirte gebildet, die eben das, was Steiner in dem Kurs gesagt hat, versucht haben, in die Praxis umzusetzen. Und damit ich das Ganze natürlich weiterentwickeln kann, muss ich mich natürlich intensiv damit auseinandersetzen. Und das eine ist sicher, was er auch in dem Kurs genannt hat, dieses persönliche Verhältnis im Umgang mit den Präparaten auf dem eigenen Betrieb zu entwickeln als Basis, um hier zu einer Entwicklung kommen zu können. Ja, das finde ich einfach auch nochmal ganz wichtig für die Zukunft, dass es hier eine Weiterentwicklung gibt. Und um dieses persönliche Verhältnis noch zu vertiefen, gibt es ja seit Jahrzehnten, wenigstens in Künzelsau-Meusdorf, den Präparatekurs von Wistinghausen-Notz oder jetzt auch schon seit einigen Jahren vom Forschungsring von Uli Johannes König den Präparatekurs und es sind in den Regionen die jeweiligen regionalen Treffen der Arbeitsgemeinschaften jetzt im Frühjahr und Herbst, wo die Präparate ja in den Gruppen dann hergestellt werden und wo man da einen intensiven Austausch und eine entsprechende ja, Arbeit dann machen kann. Leider funktioniert das jetzt im Frühjahr in der bewährten Weise nicht wegen Corona, aber es ist bei den Arbeitsgemeinschaften jetzt doch eine Regelung gefunden, sodass die Präparate auf jeden Fall hergestellt werden. Ja, dann gibt es natürlich Literatur, wahrscheinlich mehr als man lesen kann. Und ich will jetzt nur die neuesten Sachen vorstellen. Das eine ist das Präparatehandbuch,
das jetzt vom Forschungsring und der Demeter Beratung zusammengestellt wurde. Das ist jetzt in der vierten Auflage, hat 30 Seiten und es gibt, denke ich, keine kompaktere Zusammenfassung für die Praxis, um schnell und ohne lang zu suchen, die wichtigsten Gesichtspunkte, die man gerade für die anstehende Präparatearbeit braucht und benötigt, nachzulesen. Dann ist es das Buch hier, die Düngerpräparate Rudolf Steiners Herstellung und Anwendung von Walter Stappung. Und das ist wirklich eine Fleißarbeit und wirklich eine tolle Zusammenstellung, weil hier ja wirklich alle Varianten, die es so in der Vergangenheit und auch jetzt gibt zur Herstellung und zur Anwendung der Präparate hier von dem Walter zusammengestellt wurden. Also ein sehr interessantes, spannendes Buch, diese verschiedenen Varianten da einfach mal zu verfolgen. Dann gibt es von Pierre Masson, das ist, glaube ich, auch so vor 4, 5 Jahren rausgekommen, Landwirtschaft, Garten und Weinbau biodynamisch. Und ganz neu ist das Buch Die biologisch-dynamischen Präparate von Erdmund Hörner. Er ist Christengemeinschaftspfarrer und hat sich sein Leben lang auch mit diesem Thema der Präparate intensiv beschäftigt. Er hat auch immer wieder Vorträge vor Landwirten gehalten. Genau, das wäre das Wichtigste jetzt nochmal zur Literatur. Und damit wäre ich mit meinem Thema eines kurzen Überblicks über Rühren und Ausbringen der Präparate durch. Und ich würde dann gerne an den Jan Schmidt weitergeben, dass er jetzt das Thema der Ausbringung weiterführt mit der Drohne. Und die Drohne ja jetzt wirklich ein ganz neues Gerät ist, um diese Präparate auszubringen. Und er wird dann ein paar Worte zu sich selber, zu den Möglichkeiten der Drohne, welche Vorteile es bringen wird, die Präparate hier mit dieser auszubringen und die ganze Technik, die damit zusammenhängt. Und zum Abschluss noch weitere Varianten für die Ausbringung, für den Einsatz der Drohne. Ja, von mir auch ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer und Rainer Schmidt und Tim Kieser, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier das Thema heute vorzustellen. Das ist jetzt meine Agenda, also ich werde mich kurz vorstellen. Dann, warum mache ich Demeter oder wie bin ich dazu gekommen? Dann stelle ich die Drohne vor, dann habe ich ein paar Fakten und einfach Bilder zum Einsatz. Und dann würde ich noch ein paar Tätigkeitsfelder von Schmidt Solutions, also was wir sonst noch mit Drohne machen, vorstellen. Genau. Also ich bin gelernter Landwirt, habe danach eine kaufmännische Ausbildung gemacht. 2013 bin ich dann so in die IT reingerutscht, habe mich da dann weitergebildet entsprechend und 2016 als Informatiker selbstständig gemacht. Und 2017 war dann der erste Einstieg in Drohnendienstleistungen. Da haben wir begonnen mit der Trichogramma-Ausbringung. So, warum Demeter? Mein Schwager und mein Schwiegervater, die haben vor 5 Jahren umgestellt auf Demeter. Und dann ist mein Schwager mal auf mich zugekommen und hat gesagt, wäre das nicht möglich, dass du mir die Präparate mit der Drohne ausbringst? Der hat auch, vorhin ist der Harald Wolber angesprochen worden, der hat die bisher ausgebracht, ist relativ spät im Mai gekommen und hat dann eben im Heugras ziemlich halt Spuren hinterlassen. Und dann hat er gesagt, ja, das gefällt ihm nicht so. Und da er mich ja immer mit der Drohne gesehen hat, hat er gesagt, okay, komm, kannst du sowas machen. Dann habe ich mich erstmal mit biologisch-dynamischer Landwirtschaft auseinandergesetzt, habe ein paar Bücher von Rudolf Steiner gelesen, hauptsächlich das geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft, und habe dann gesehen, okay, das ist ein Thema, an dem will ich teilhaben. Der Rainer hat es vorher gesagt, die Begeisterung ist das Entscheidende. Die ist dadurch auch gekommen auf jeden Fall. Und da wir überwiegend mit nachhaltigen und regenerativen Projekten arbeiten mit unserer Drohne, hat es eigentlich super zu uns passt. So, dann ging es los, erstmal eine Drohne zu finden, die das kann. Wir haben dann eine gefunden. Der chinesische Hersteller DJI, das ist eigentlich relativ bekannt. Die bauen schon länger solche Drohnen.
Das ist schon die vierte Generation dieser Drohne. Die ist sehr ausgereift und die funktioniert auch sehr gut. Ist halt eine relativ große Drohne. Ja. Die hat Abmessungen, also 2,50 Meter und 1,50 Meter. Hat 40 Kilo Startmasse, wenn sie dann vollgeladen ist. Ist ein Hexakopter im Fachjargon, also eine sechsrotorige Drohne. Sie kann 15 Liter Flüssigkeit mitnehmen. Da komme ich dann später nochmal dazu bei der Ausbringmenge. Arbeitet mit vier Membranpumpe. Von der Funktion her eigentlich ähnlich wie die Sureflow-Pumpe, wo der Rainer vorgestellt hat, die beim, wenn es eingesetzt wird. Dann 8 Ausbringdüse. Und von der Technik her, sie arbeitet halt mit GPS oder RTK. Wir arbeiten nur mit GPS. Und der Höheradar ist eben für die Höheführung über dem Gelände. Komme ich später aber auch nochmal tiefer dazu. So, jetzt die Vorteile. Ich habe hier jetzt mal zwei Bilder rausgesucht, die das hoffentlich gut darstellen. Also zum einen sind wir geländeunabhängig. Oben rechts, da sieht man die Wacholderweide von der Schwäbischen Alb, wo wir einen Teil beflogen haben. Die sind extrem steil. Also die sind nicht zu befahren. Man sieht es, es ist auch viel Bewuchs drauf. Also mit den Wacholderbüschen können wir aber mit der Drohne relativ problemlos befliegen. Dann sind wir witterungsunabhängig natürlich. Also wenn der Boden nass ist, auch im Frühjahr, wenn es losgeht mit dem ersten Hornmist, kann man ohne, natürlich ohne Schäden mit der Drohne das befliegen. Und wir sind bestandsunabhängig. Das sehen wir in dem Unterbild. Das ist ein Futterraps, der ist jetzt zwar mittlerweile gemäht worden, aber so ist es nachher in anderen Kulturen auch. Wenn wir dann mit Hornkiesel kommen, machen wir keine Fahrspuren. Es gibt Landwirte, die haben mir schon gesagt, sie hatten immer wieder Zwiebuchsprobleme. Die verursachen wir mit der Drohne natürlich nicht. Da vorhin zweimal kam mit kleine Parzelle oder viele Parzelle. Das ist eigentlich ein Nachteil von der Drohne. Oder was heißt ein Nachteil? Es ist ja so, man muss die Drohne immer transportieren. Ich kann jetzt nicht mit der Drohne im Umkreis von 3 oder 5 Kilometer alles abfliegen. Ich muss die immer zur Fläche transportieren. Das haben wir jetzt auch gemerkt. Und dass das natürlich ein enorm großer Aufwand ist. Und ich habe dann nachher das Bild, weil wir in einen Schlepper mit Gebläsespritze eingesetzt, der da einfach effektiver ist dann an der Stelle. So, das ist jetzt die Drohne, der Strömungs oder die Strömung, die erzeugt durch ihre Rotore. Also die Drohne ist speziell dafür gebaut worden. Links sieht man das in der Grafik, also dargestellt, wie das sein soll. Und rechts ist ein Bild, wo wir dann auch gemacht haben. Wir haben hier die Ausbringmenge ein bisschen erhöht, dass man das deutlicher sieht. Ja, weil mit wenig oder mit der weniger Menge, mit der wir normal fliegen, sieht man es halt relativ schlecht. Aber man sieht halt wirklich, dass das gut funktioniert, dass dieser Wirbel eben entsteht und dass das Präparat oder die, also die Ausbringflüssigkeit eben verteilt wird und auch noch mal ein bisschen nachvernebelt. Ja, die Flugplanung, also die Drohne fliegt per GPS. Wir tun an der Fernbedienung auf der Software die Schlagkontur angeben. Das sieht man jetzt hier in dem rechten Bild. Und hier sieht man eigentlich auch einen schönen Vorteil von der Drohne, weil eigentlich sind es 3 Parzelle mit 2,8 Hektar. Die graue Linie, die dazwischen drin ist, da ist eine Parzelle ausgespart, die nicht dazugehört. Und oben quer ist ein Weg und wir können das halt in einem Rutsch überfliegen, ohne dass man da irgendwo umsetzen muss. Also das wäre, wenn da so ein Grasweg dazwischen ist, mit Absätze oder Ackerfurche, da kann ich halt mit dem Fahrzeug nicht einfach so drüber fahren. Ja. Und wir fliegen überwiegend alles dann automatisiert ab. Also wie gesagt, wir geben die Kontur vor, lege die Flugbahn an und die Drohne fliegt es dann autonom ab. Und genau, geben wir die Menge an. Die Menge wird dann quasi immer automatisch dosiert. Genau. So. Dann habe ich kurz ein bisschen so was Regulatorisches. Also es gibt halt ein bisschen Voraussetzungen. Ich darf nicht einfach so eine Drohne in die Luft bringen. Ich brauche einen Kenntnisnachweis. Also sie braucht einen Pilot. Das ist so ein kleiner Kurs, den man aktuell machen muss. Ändert sich jetzt aber mit der neuen EU-Verordnung. Und dann brauche ich Haftpflichtversicherung, dann ist das halt ein erlaubnispflichtiger Flug. Das größte Problem, das man hatte, war einfach, dass wir auf 25 Kilo Abfluggewicht begrenzt sind, also in ganz Deutschland. Und bis man die Genehmigung eben hatte, dass man mit 40 Kilo fliegen dürfe und dann noch was aus der Luft abwerfe, also oder halt sprühe in dem Fall, aber der Gesetzestext lautet halt Abwurf von Gegenständen. Das war ein bisschen ein Kampf. Aber durch das, dass wir halt schon jetzt 2 Jahre Autrichogramma ausbringen und das eigentlich
landwirtschaftlich gesehen ähnlich ist und auch der gleiche Gesetze unterliegt, haben wir das dann bekommen. Das war zwar schwierig, aber wir haben es jetzt zumindest mal für drei Bundesländer und mit EU-Verordnung hoffen, dass wir die dann deutschlandweit so einsetzen dürfen. Ja, und die Abstandsregelungen, das sind halt auch so gravierende Sachen, einfach Wohngebiete, Bundesstraße, Autobahnen, Bundeswasserstraße, Stromleitungen, so Dinge, das muss man sich halt auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Ist jetzt für uns kein Problem, das machen wir ja fast tagtäglich. Und sind da jetzt auf jeden Fall rechtsmäßig sicher unterwegs. Jetzt habe ich da ein kleines Video mal zusammengeschnitten. Das sind jetzt mehrere Clips hintereinander. Und hier sieht man jetzt eigentlich auch schön, wie das Präparat dann auch am Boden ankommt. Das ist jetzt halt auf eine normale Getreidefläche. Wenn die dann volle Geschwindigkeit hat und das gleichmäßig und sie gleichmäßig sprüht, am Anfang stottert sie halt immer ein bisschen, weil dann die Geschwindigkeit zu niedrig ist. Hier ist jetzt eine Viehweide, da sieht man jetzt auch ein bisschen, es ist leicht unwegsames Gelände, also ich glaube nicht, dass man das normalerweise befährt. Und sowas können wir jetzt halt, das muss man halt auch manuell abfliegen, weil wenn die viele Bäume drin sind, ist sonst mit der Höhe schwierig. Also wenn man dann mal 10 oder 15 Meter hochfliegt, glaube ich, ist es halt einfach nicht mehr wirklich sinnvoll, vor allem wenn auch Wind geht. Und hier ist es jetzt von dem Raps. Da sieht man jetzt halt mit der Ausbringmenge, die wir normal haben, sieht man halt es relativ schlecht. Also wenn sie dann jetzt so wie vor der Büsche, wenn ich einen dunklen Hintergrund habe, sieht man es immer schön. Und dann wechselt sie automatisch die Spur und fliegt die nächste wieder runter. Hier haben wir jetzt Weidenrebe beflogen. Und das war jetzt zum Beispiel so ein Thema, da haben wir 16 Hektar auf 65 Parzellen beflogen. Und das haben wir an einem Tag zweimal beflogen, morgens mit Brennnesseltee und mittags mit Hornmist. Aber also der Landwirt hat uns auch gesagt, er ist jetzt mit der Rückespritze mit drei Mann, ist er so effektiv quasi. Und so sieht es dann aus. Das ist jetzt das Thema Transport. Mir war halt wichtig, schon bevor wir die Drohne angeschafft haben, dass die, ohne dass man sie zusammenfaltet oder zusammenklappen muss, transportieren kann. Und da haben wir halt den Sprinter, der hat das entsprechende Maß hinterm Kasten, dass man die Drohne komplett reinschieben können. Da haben wir vorne zwei Edelstahltanks reingestellt, um das Präparat mitzunehmen und haben einen Stromerzeuger festmontiert und haben auch Abgasausleitung durch die Fahrzeugbude gemacht, damit es da dann drin laufen kann, ohne dass man, wenn man Türe aufmacht, da kleine CO2-Wolke entgegenkommt. Wir arbeiten aktuell an einem Konzept, wie wir zukünftig den Strom über Solarenergie erzeugen können, den wir da tagsüber brauchen, damit wir hier noch ein bisschen umweltfreundlicher arbeiten. Aber man wird nachher sehen, das ist relativ wenig. Hier habe ich jetzt die Eckdaten, also wir haben eine Aufwandmenge oder wir fliegen mit 5 Liter pro Hektar. Das haben wir festgelegt. Also wir haben das im Vorfeld abgeklärt, als Kaiser, okay, je weniger, umso besser eben, weil ich da nicht so viel rühren muss. Wir können da runter bis auf 3 Liter, wir haben uns aber dann auf die 5 festgelegt und wir können hoch bis 150 Liter pro Hektar. Dann fliegen wir 10 Meter Bahnabstand. Das hat sich eigentlich, also man hat es halt, oder wir haben das ausprobiert, wir sind reingestanden, sind die 10 Meter geflogen. Es kommt dann auch genügend an, baut ist die Drohne eigentlich für 6,50 Meter. Aber so wie, also wie wir dann fliegen, auch mit 4 Meter Flughöhe oder mit 3 Meter, ist eigentlich eine schöne Verteilung da auf jeden Fall. Und dann schaffen wir je nach Struktur halt zwischen 8 und 14 Hektar pro Stunde. Und das sind wir, also ich glaube, wir haben so 3 Hektar im Schnitt Schlaggröße, also durchschnittliche Schlaggröße bei dem, was wir jetzt beflogen haben. Und da kommen wir auch relativ gut klar. Aber wenn man jetzt halt wirklich viele kleine Parzellen hat, das sind oft so Viehweide oder Waldstücke, wo man halt hinfahren muss, dann hat man da 20, 30 Arten. Da haben wir gesagt, da haben wir den Schlepper gemietet mit der Präpa und haben die Präparatespritze dazu ausgeliehen.
und haben das eben mit dem gemacht, weil der fährt halt hin, kann einschalten, ausbringen, ausschalten, zum nächsten fahren. Drohne ist halt das Thema, ich muss die ausladen, Tank füllen, reinstellen, Akku rein, starte, dann muss ich das manuell abfliegen, das ist nicht so das große Problem. Aber schöner geht es automatisch, weil ich halt einfach mit den Linienabständen dann besser hinkomme. Und deswegen haben wir uns jetzt auch für die Zukunft dann gesagt, wir werden zusätzlich so Fahrzeug dann anschaffen und mit dem eben so ausbringen, dass man da ein bisschen schlagkräftiger wird. Ja, zum Verbrauch habe ich vorher kurz angesprochen. Also wir brauchen aktuell so circa 150 Milliliter Benzin pro Hektar und für den Sprinter halt, wenn ich jetzt 100 Kilometer oder 120 am Tag fahren muss, brauchen wir halt so 180 Milliliter Diesel. Jetzt im Vergleich hat diese 40 PS John Deere hat ein halbe Liter pro Hektar für die Ausbringung braucht. Und wir haben den halt mit dem Autoanhänger immer mit zum Hof genommen von den Landwirten. Und haben jetzt halt auch nochmal die 0,09 oder halt 90 Milliliter pro Hektar für den Transport kalkuliert. Theoretisch wäre ja der Schlepper, aber wenn er per Achse unterwegs ist, braucht er auch ein bisschen mehr Sprit. So. Bin ich eigentlich mit der Sprühdrohne schon durch? Also, wie vorhin angesprochen, Trichogramma, das war unser erstes Tätigkeitsfeld. Das würde ich kurz ein bisschen näher erläutern, weil Trichogramma ist auch für Demeter möglich. Trichogramma ist fibelgelistet, das heißt, es darf in biologischer Landbau eingesetzt werden. Die Trichogramma-Schlupfwespe ist ein natürlicher Feind vom Maiszünsler. Die, man sieht rechts unten in dem Bild, das ist eine Wespe, die ist circa einen halben Millimeter groß. Und die befällt dann die Zünsler-Eier. Und das tun wir mit der zweimaligen Ausbringung, bringen wir ca. 330.000 Schlupfwespe pro Hektar aus. Und ja, das ist, denke ich mal, sehr nachhaltig, wenn man überlegt, die Alternative ist ja nur Insektizid. Und das machen wir, oder das war unser erster Einsatz, Bereich. Da haben wir jetzt mittlerweile zwei solche Drohnen und sind da Baden-Württemberg und Bayern. Unterwegs. Ja, dann machen wir klassisch halt Luftbild- und Videoaufnahme. Da denke ich, kann ich schneller rübergehen. Dann ist ein großer Einsatzbereich von uns ist Thermografie. Also rechts Photovoltaikanlage, Fehlersuche, Fehlerdiagnose ist so da das Hauptthema. Links, da haben wir mal so einen Budestall thermografiert. Das sieht man auch ganz deutlich, wo halt die Wärmebrücke sind. Ist jetzt aber nicht das Riesenthema. Und was aber dann auch noch aufkam, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das ist dann die Rekitsuche gewesen. Ich habe hier die zwei Bilder mal nebeneinander gestellt. Wir haben eine Dualkamera, die macht immer quasi dieses normale Farbbild und das Thermobild gleichzeitig. Und man sieht jetzt unten in der Mitte die Ricke. Jetzt habe ich das noch ein bisschen vergrößert, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen zu mir, ja, das kann ich ja mit der normale Kamera auffinde, aber also ich glaube nicht, dass jemand das Rickets hier auf dem Bild findet. Da habe ich den Kreis noch drum gemacht auf dem Wärmebild, sieht man es ja ganz deutlich. Ich hätte es auch nicht gedacht, dass das so ein großes Thema wird und dass das so gut funktioniert, aber das ist eine ganz tolle Sache eigentlich, wo man da machen können. Und das ist auch, ich denke, dieses Jahr wird es noch mehr, wenn da schon einige Anfragen. Ja, und dann machen wir Inspektionen. Da haben wir auch spezielle Kameras, mit der man entsprechend Dinge vergrößern kann. Also man sieht es ja rechts in dem Bild. Das ist circa aus so 20 Meter Entfernung, können wir das so weit reinzoomen. Und da machen wir eben für Ingenieurbüros oder Stromleitungsbetreiber und so weiter, machen wir da Inspektionen oder hier links halt eine Fassadeinspektion und Hausmeisterservice. Ganz klassisch. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kurz. Irgendwie gefühlt hat es nicht lang gedauert. Gerne Frage stellen. Wir können gerne diskutieren. Wir haben gerade noch etwas Zeit. Vielen Dank.